So, und damit herzlich willkommen zurück. Nachdem wir jetzt das Spiel durch haben und die Credits durchgelaufen sind, wollen wir uns jetzt nochmal die gesammelten Comics und Kostüme angucken. Ich meine, da müssen wir, genau, unter Special Outfits. So, also wir haben den Standard Spider-Man natürlich. Dann haben wir Spider-Man Symbiont, der uns unendlich Netzflüssigkeit beschert. Ist nur ein bisschen unscharf, das Geschriebene, aber sonst. Ja, Fragezeichen, Fragezeichen. Rote Spinne. Ah, Scarlet Spider ist das. Das ist von dem, ich hab's gleich. Ben Reilly, das ist ein Klon von Peter Parker, der dann kurzzeitig Peter Parker war im Grunde. Und nach, ach, keine Ahnung, haufenweise Geschichtsblabla, heißt er jetzt Ben Reilly und trägt dieses Outfit. Ist aber ganz, wie halt Spider-Man an sich steht ja auch hier. So. Okay, das, wie gesagt, ich kenne nicht alles auswendig gerade, aber ich glaube, das hat er dann in der Zeit dazwischen getragen und trägt eigentlich jetzt aber das. Aber wie es aussieht, ist das leider auch momentan alles, was wir haben. Naja, nichts Besonderes, aber okay. So, Levelauswahl, nee, Galerie, genau, Galerie, Comicsammlung. Also, ja, da fehlt noch ein bisschen was. Aber ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr gesammelt, aber okay. Also, was haben wir hier? Amazing Spider-Man Nummer 1. In dieser Ausgabe tauchen J. Jonah Jameson und der Daily Bugle zum ersten Mal auf. Ja, wo ich glaube, die Geschichte war irgendwie, dass Spider-Man noch so unbekannt war. Und ich glaube, zu den Fantastischen Vier wollte und irgendwie zu denen gehören wollte, damit halt an Bekanntheit zulegt. Och, Spider-Man 39. In den Seiten dieses Comics wird die wahre Identität des grünen Kobolds enthüllt. Entschuldigung. Und dieser ist Norman Osborn. Hehe. Ja, ich habe ja auch Goblin gesagt. Ist ja auch eigentlich richtig, ne? Peter Parker Spectacular Spider-Man 42. Die furchtbaren Vier treten in dieser Ausgabe gegen Spider-Man an. Hä? Die furchtbaren Vier? Ich glaube, die meinen die Fantastischen Vier. Weil das ist Johnny Storm. Naja, okay. Spectacular Spider-Man, ich lasse mal Peter Parker weg. 76, Black Cat und Spidey geraten in einen Kampf zwischen Doc Ock und Evil Owl. Evil Owl kenne ich nicht. Marvel Superhero Secret Wars 8. Also 8. Hier taucht das Symbiontendress von Spider-Man zum ersten Mal auf. Ich finde zweimal das Wort das da drin komisch, deswegen habe ich das weggelassen. Ja, also der ist aus dem Weltall und da hat er den irgendwie in den Secret Wars bekommen. Der ist also nicht irgendwie auf dem Planeten gefallen und dann war der da. Spider-Man Nummer 1. Ein Wiedersehen mit Calypso und der Echse. Steht da eigentlich auch das Jahr? Naja, wenn man diese schlecht aufgelösten Dinger sehen könnte, ja. Peter Parker Spider-Man 1. In dieser Ausgabe tritt der Ranger zum ersten Mal auf. Ich weiß nicht, wer gemeint ist. Amazing Spider-Man 2. Hier trifft er auf Mary Jane und kloppt sich, glaube ich, mit dem... Kann das sein, dass er vielleicht der Ex ist von Mary Jane? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Amazing Spider-Man 311. In dieser actiongeladenen Ausgabe verschmilzt das Limbo mit der Erde. Okay. Dann haben wir Nummer 129, Amazing Spider-Man, Debüt von Punisher und dem Schakal. Das Ende von Mechanic. Boah, so viele Figuren kenne ich dann aus Spider-Man doch nicht. Aber der Punisher war echt wie so ein Trottel war der hier dargestellt. Oh ja, oh, jetzt ist mein Ding kaputt. Der ist ein voll eiskalter Mörder. Also richtig. Amazing Spider-Man 2, hier erscheint... Der Geier erstmalig. Der hat eine Fähigkeit, der packt ein und dann klaut er einem die Jugend. Ich weiß nicht mehr wie lange, aber dann ist er jung und den er angepackt hat, der ist dann alt. Aber nur für einen gewissen Zeitraum. Amazing Spider-Man 33. Spider-Man duelliert sich mit Doc Ock in einer gewaltigen Unterwasserschlacht. Ja.
So ungefähr, wie wir das auch hatten. So, was können wir uns denn sonst noch? Charakter. Peter Parkers alter Ego, der sensationelle Spider-Man. Die Fähigkeit, an Fassaden zu krabbeln und an Netzen zu schwingen, in Kombination mit extremer Kraft und Beweglichkeit, machen Spidey zu einem der mächtigsten Superhelden in der Gegend. Super! Ja, ich wollte gerade sagen, wir können uns ja Charaktere angucken, aber wenn er uns jetzt zu jedem einen Vortrag hält, oh, das wird ewig dauern, ich glaube, das lassen wir dann einfach. Spidey, Spidey, do! Ja, okay, dass der jetzt auch noch redet, nervt aber jetzt, weil ich gerade reden wollte. Also gehen wir mal wieder raus. Naja, okay, lassen wir bleiben. Ah, hier haben wir nochmal die Comics oder die Cover, die uns gezeigt wurden zu den jeweiligen Kapiteln. Wobei das Rhino-Kapitel, das war ja echt kurz, da hätte man auch so ein Kapitel zwischen den beiden machen können. Aber gut, man wollte halt unbedingt 6 haben. Kann man ja machen. Joa. Storyboards, originale Storyboards, bla bla bla. Filmbetrachter brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Rekorde, Kampf auf Zeit. Achso, man kann auch noch solche. Ja, nee. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja. Ich sag da mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Auch wenn es vielleicht nur relativ wenige sind, ist ja nicht so tragisch. Hauptsache, ihr habt irgendwie ein bisschen zugeguckt. Ja, ich danke dann fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in Spider-Man 2 Enter Electro und danach hoffentlich nicht allzu weit entfernt in Marvel Spider-Man für die PS4. Wieder. Ey, oh ja, der muss mich immer unterbrechen. Ich würde ja auch Red Dead Redemption machen, aber Red Dead Redemption, ey. Wenn man jetzt nicht gerade unbedingt hauptmäßig YouTuber ist, glaube ich, hat man die Zeit gar nicht dafür, das alles aufzunehmen. Oder es würde ewig dauern. Ja, wie dem auch sei, wir sehen uns dann bestimmt mal im nächsten, was auch immer, Video. Vielleicht Spider-Man. Mal gucken. Bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüss.